Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Profil. Ich freue mich heute, den Illustrator und Comiczeichner Klaus Schawinski begrüßen zu dürfen. Hallo Klaus. Hallo Jörg. Bielefeld ist ja so eine heimliche Comic-Hochburg. Du bist einer der wichtigsten Vertreter. Ist das eigentlich Zufall, dass ich das hier so ein bisschen bald? Ich glaube schon, dass das Zufall ist. Also ich bin ja eigentlich aus Minden und bin 2003 nach Bielefeld gezogen und habe dann erst erfahren, dass Ralf Rute zum Beispiel hier ist oder auch Ralf Schlüter, der Comiczeichner von Splitter. Und ich kannte allerdings schon Dirk Schulz, der aus Bielefeld ja eigentlich kommt oder auch aus Minden ist, aber in Bielefeld halt schon immer gearbeitet hat als Zeichner und Illustrator. Hat es dich nach Bielefeld verschlagen, weil du hier an der FH Grafikdesign studieren wolltest? Ich wollte tatsächlich Grafikdesign studieren. Das war 1998. Da bin ich dann abgelehnt worden. Da waren meine Arbeiten anscheinend nicht interessant genug. Und habe dann Englisch, Spanisch und Wirtschaft studiert und bin allerdings erst, als ich auf das Ende meines Studiums zulief, dann nach Bielefeld tatsächlich gezogen. Da war ich dann eigentlich schon richtiger Illustrator. Das ist verwunderlich, dass du abgelehnt wurdest, denn die Qualität deiner Arbeit spricht ja für sich. Du kannst davon schließlich leben und du bist so erfolgreich, dass du auch internationale Aufträge bekommst. Kannst du da ein paar Beispiele nennen? Natürlich. International arbeite ich halt sehr viel für die Vereinigten Staaten, also Comicfirmen in Amerika, in San Diego, IDW zum Beispiel ist da zu nennen, die machen G.I. Joe und Transformers, was inzwischen sicherlich auch in Deutschland jeder kennt. Wir haben ja ein paar Beispiele hier, da kann ich mal gerade was zeigen. G.I. Joe, ja, basiert glaube ich ursprünglich auf einer Spielzeugserie. Dann kamen Comics, Filme und so weiter dazu, ist bis heute sehr populär und also eine tolle Sache für so eine bekannte Marke sozusagen, was zu zeichnen. Transformers, auch das dürfte wirklich jeder kennen, es war gerade aktuell im Kino gewesen, der dritte Film, auch da hast du was gezeichnet. Das ist jetzt ein Special, glaube ich, zu einem bestimmten Charakter, oder? Richtig, genau, das ist eine Sonderausgabe sozusagen, ein Spotlight auf einen bestimmten Charakter. Und da konnte ich auch mit einem Autor zusammenarbeiten, der seit über 20 Jahren schon für Transformers schreibt, Simon Furman. Das war natürlich für mich eine besonders starke Sache, wirklich mit den Leuten zusammenzuarbeiten, deren Material man früher schon gelesen hat. Das ist was ganz Großartiges. Ich habe früher auch G.I. Joe gelesen als Kind. Mein Vater hat mir vom Bahnhof welche mitgebracht nach Hause und habe die durchgeblättert und immer wieder gelesen, habe auch so mein Englisch aufpoliert. Und jetzt zeichne ich dafür, das ist absolut großartig. Oder bin in Kontakt mit Zeichnern, mit Autoren von früher sozusagen, die heute immer noch aktiv sind in dem Bereich. Und das ist absolut großartig. Klaus, zu den Comics, die du für den deutschen Markt zeichnest, gehören unter anderem zahlreiche Werke für Weißblech-Comics, für den Verlag. Der ist spezialisiert auf, kann man sagen, so ein bisschen trashige, also bewusst trashige Gespenster-, Geistergeschichten und so weiter. Weil du schon so viel für diesen Verlag gemacht hast, ist jetzt neulich ein Special erschienen, heißt Ungeheuer, macht ungeheuer Spaß zu lesen und kann ich nur empfehlen. Was kannst du dazu sagen? Was ist da drin enthalten? Ungeheuer ist ein Sammelband mit sieben meiner besten Kurzgeschichten, kleine abgeschlossene Geschichten aus dem Bereich Horror, Fantastik, Science Fiction. Und die sind mit verschiedenen Autoren zusammen entstanden, allen voran natürlich Levin Curio von Weißblech Comics. Nach jeder Geschichte gibt es eine extra Bonusseite mit Produktionsskizzen und Anekdoten und Bemerkungen zu der Geschichte, wie die entstanden ist, worauf man achten sollte, wie der Schritt-für-Schritt-Prozess ist. Und hinten drin noch ein kleines Interview. Also wer sich für meine Comic-Geschichten interessiert und dafür, wie ich das zeichne und wie man mit diesen Autoren zusammenarbeitet, um sowas auf die Wege zu bringen, das ist der Band dafür. In deinem Fall dürfen wir, glaube ich, über das Alter sprechen. Du bist ja noch recht jung. Wie alt? Ich bin 35, nach neuesten Hochrechnungen, ja. 35. Du hast also relativ schnell den Sprung auch geschafft, sozusagen ins internationale Geschäft. Womit hast du denn begonnen? Was waren deine Referenzen, um sozusagen den Sprung nach Amerika zu schaffen? Also ich habe halt damals eine Comicserie namens Kopeck gezeichnet bei einem Hannoveraner Kleinverlag. Ah, da haben wir glaube ich auch was hier, deine. Ja, die Anfänge, das ist praktisch dein erster Comic. Das war mein Erstlingswerk, genau, 24 Seiten, voll in Farbe, ganz normales Action-Comic, wie man sagt, wie Spider-Man und Superman. Also nicht so ein Comic-Strip wie Garfield, sondern richtig was mit Action und menschlichen Charakteren.
Und das fand ich damals schon ganz toll. Daran habe ich auch wirklich nichts verdient und habe 3 Ausgaben davon gezeichnet. Und das war sozusagen meine Prüfung. Das musste ich erst mal hinlegen. Und dann konnte ich auf die großen Messen fahren, zum Teil auch nach Amerika, und meine Arbeiten da vorzeigen. Und bin dann immer mehr reingewachsen in das Zeichnen und in die Industrie. Mir ging es also am Anfang nicht unbedingt darum, dass ich jetzt Maler werde oder Illustrator oder großer Künstler, sondern es ging mir eigentlich darum, coole Geschichten zu erzählen mit Bildern, das Zeug zu produzieren, was ich selber auch konsumiere. Und das hat dann über die Jahre halt sich aufgebaut und geklappt. Du arbeitest kommerziell, kann man ja sagen, mit kommerziellen Hintergrund. Was unterscheidet dich und deine Arbeit von dem Werk eines normalen Künstlers oder eines Feierabendzeichners? Oh, da gibt es verschiedene Definitionsweisen sozusagen, wie man Künstler, Comiczeichner, Illustrator unterscheidet. Künstler erstellen eigentlich nur Unikate, die dann irgendwo verkauft werden und aufgehängt werden. Und die Wahrscheinlichkeit, es als Künstler dazu zu bringen, dass man davon leben kann, die ist sehr, sehr gering. Als Comiczeichner erstellt man auch Kunst wie ein Künstler, aber sie wird vervielfältigt. Hat aber oft den Beigeschmack des, du zeichnest Comics, die sind lustig, haha, das ist nichts, wovon man leben kann, das ist nichts, was man ernst nehmen muss, das ist kein Medium, was man als gut und wertvoll ansehen muss. Und das ist natürlich falsch, das ist diese Art, Comics zu sehen. Die alte, als Illustrator macht man oft einzelne Zeichnungen nur und kriegt die bezahlt. Das ist wirklich der Sinn davon. Aber im Endeffekt, wenn man sich die Geschichte anguckt, die ganzen Großen, die alten Meister, das waren Illustratoren. Das waren Leute, die für Geld Bilder gemalt haben von anderen Menschen oder von Szenen, die sie neu erschaffen haben in ihrem Geist und dann auf das Blatt oder auf die Wand gebracht haben, im Auftrag von wohlhabenden Auftraggebern. Und das macht ein Illustrator und das mache sozusagen auch ich, ohne mir da anmaßen zu wollen, dass ich irgendwie ein alter Meister wäre oder ein Junger. Heutzutage werden Comics, Illustrationen ja überwiegend digital erstellt. Du beherrschst das ja sozusagen noch von Anfang an, das gute alte Handwerk. Du beginnst mit Bleistiftzeichnung und so weiter, hast im Prinzip ja auch Unikate dadurch. Die erstellst du ja auch. Du verfeinerst, glaube ich, die Arbeiten dann quasi nur digital. Richtig, also die werden Schritt für Schritt entstehen, diese Arbeiten. Als Zeichner denken viele Leute, oh, der macht 2 Striche und die sind sofort perfekt. Und das ist einfach nicht der Fall. Wir sind da auch ganz feige und machen Vorzeichnungen. Wir gehen wirklich hin und sagen, oh, wir machen eine Skizze und da ungefähr könnte der Mensch sein und da könnte das Haus sein und da könnte das Flugzeug sein oder sowas in der Art. Und dann verfeinern wir das. Mit jeder Skizze legen wir ein Blatt drüber, 2, 3 Schritte von der wirklich groben Skizze zu einer groben Vorzeichnung, zu einer schönen Vorzeichnung. Und dann können wir die in den Computer nehmen und perfekt mit Computerprogrammen kolorieren oder auch malen, nachmalen wirklich. Und das geschieht dann mit einem Grafiktablett. Es ist also wirklich immer alles noch Handarbeit. Der Kontakt mit dem Auftraggeber, wie weit führt der? Ich nehme mal an, klar, Briefing am Anfang, es wird ungefähr gesagt, was benötigt wird, aber wie weit fuschen die dir ins Handwerk bis zum bitteren Ende? Gott sei Dank habe ich sehr viel Freiheiten normalerweise. Also zum Beispiel, als ich für Markus Heitz den Illustrierten Zwergeband gemacht habe, hat Markus auch rübergeguckt und man hat mal eine E-Mail hin und her geschickt oder sich auf einer Messe persönlich unterhalten und gesagt, oh ja, das finde ich gut oder mach die Leute noch ein bisschen, gib denen mehr Rüstung oder sowas. Und da kam schon ein kleines bisschen Feedback, aber mir wurden wirklich sehr viel Freiheiten gegeben. Und das gilt auch für die amerikanischen Rollenspielverlage, wenn ich für Shadowrun, für Battletech zeichne, da gibt's sehr viel Freiheiten. In anderen Bereichen ist es ein bisschen enger gefasst, weil da mehr Leute arbeiten, wenn man zum Beispiel für Videogames arbeitet, dann müssen die Charaktere genauso aussehen, wie die Charaktere sind, oder beziehungsweise das Storyboard, was man zeichnet, um eine Geschichte zu erzählen, die später 3D animiert wird, das muss wirklich dem entsprechen, was sich der Autor gedacht hat und der Regisseur dieser Videosequenz auch gedacht hat. Von daher teils. Aber meist habe ich viel Freiheiten. Wir haben anfänglich in erster Linie von deinen Comics gesprochen, G.I. Joe, Transformers und so weiter. Aber du machst ja auch, wie du schon gerade erwähnt hast, Illustrationen. Und das hier ist ein Prachtband, kann man sagen. Die Zwerge. Markus Heitz ist ja einer der erfolgreichsten Fantasy-Autoren in Deutschland. Und die Zwerge waren ein echter Bestseller. Und du hast dann, glaube ich, für eine weitere Auflage diese Luxusausgabe illustriert. Hier haben wir jetzt einzelne Farbseiten, also sehr schöne Illustrationen.
Ja, wie kam da zum Beispiel jetzt der Kontakt zustande? Ist der Verlag an dich herangetreten oder wie war das? In dem Fall war das das gute alte Networking, also das Netzwerken. Auf Messen gehen, seine Arbeiten rumzeigen, Leute kennenlernen. Und Autoren sind da genauso wie Illustratoren. Das sind einfache Menschen, die Spaß haben an ihrer Arbeit und gerne mit anderen zusammenarbeiten, um ein tolles Produkt zu machen. Genauso wie sich Zeichner für gute Geschichten jetzt interessieren, interessieren sich Autoren für gute Zeichnungen. Und ich habe auf einer Messe Markus Heitz kennengelernt und wir haben uns gut verstanden. Und dann kam im Piper Verlag die Idee auf, halt ein bisschen mehr zu machen, eine besondere Edition zu machen. Und da war ich dann natürlich im Gespräch. Aber und so verläuft das wirklich sehr oft bei mir. Also ich bin nach Amerika geflogen auf die Messen, San Diego Comic Con, Gen Con in Indianapolis. Und wenn man da seine Arbeiten vorstellt, wird man tatsächlich sofort ernst genommen und es ist ein sehr einfacher Schritt tatsächlich dann, die richtigen Leute kennenzulernen. Und wenn man dann die richtigen Fähigkeiten hat zur richtigen Zeit, dann wird man tatsächlich dafür angefragt, wenn man in Kontakt bleibt. Das ist heutzutage durchs Internet sehr, sehr einfach. Früher war das natürlich ein bisschen schwieriger. Ja, du hast gerade das Internet erwähnt. Wärst du unter anderen Umständen eventuell gar nicht mehr in Bielefeld, sondern müsstest sozusagen in Kundennähe arbeiten? Ja, normalerweise wäre es dann eher so. Als Illustrator würde man von einem Verlag angestellt werden oder allerdings arbeiten als Freelancer, als Freiberufler, so wie ich, für den Verlag machen. Und früher wären dann halt Originalzeichnungen in die Post gegangen, wären eine Woche unterwegs gewesen nach Amerika, würden denn da von einem Zeichner zu einem Tuscher gehen, zu einem Letterer in Amerika, immer mit der Post herumgeschickt worden, werden. Das passiert heutzutage in Sekunden. Die Arbeit wird schneller, die Arbeit wird effizienter und ohne das Internet wäre meine Arbeit eigentlich gar nicht möglich. Mhm. Comiczeichnungen hatten wir, Illustrationen hatten wir, dann bist du auch noch Art Director vom Mephisto Magazin. Schlägt gleichzeitig so ein bisschen auch die Brücke zu den Games, die du zum Teil ja auch gestaltest. Was machst du da generell für all diese Produkte? Die Mephisto ist ein Rollenspielmagazin. Das heißt, das alte Pen-and-Paper-Rollenspiel wie Dungeons & Dragons, das schwarze Auge, wo es einen Spielleiter gibt, der um den Tisch rumsitzt und Geschichte erzählt und die anderen haben Zettel vor sich mit ihren Charakteren und erzählen dann, was ihr Charakter in der Szene sozusagen macht. Das sind diese Pen-and-Paper-Spiele und dafür gibt es das Mephisto-Magazin. Und das deckt eigentlich alles ab aus dem Bereich Rollenspiel, Bücher, Comics, Videogames, auch aus dem Bereich der Fantastik, also Science Fiction und Fantasy. Dazu gibt es interessante Texte zu lesen, Neuigkeiten und diese Texte müssen halt illustriert werden. Dafür gibt es Bilder und die mache entweder ich oder ich beauftrage andere Leute in meiner Tätigkeit als Art Director für die Mephisto. Das mache ich jetzt auch schon 6, 7 Jahre lang und das macht riesig Spaß, weil ich kann da mit anderen kompetenten Zeichnern zusammenarbeiten und ein tolles Produkt schaffen. Und das ist wieder das, genau das, was man machen möchte, wo die Faszination herkommt. Mit anderen was zusammenreißen im Bereich Science Fiction, Fantasy, wo sich dann andere wieder dran erfreuen. Das ist toll. Ein weiteres Betätigungsfeld von dir ist, dass du Kurse anbietest und leitest. Du arbeitest als Dozent sowohl an der Uni als auch an der Volkshochschule in Bielefeld. Ich denke mal, dass man dann so jetzt nicht unbedingt das große Geld verdienen kann. Das heißt, das machst du aus Idealismus. Kann man das so sagen, oder? Ich mache es auf jeden Fall aus viel Spaß an der Freude und am Unterrichten. Das ist eine großartige Sache. Ich rede gerne über Zeichnungen. Und ich mache gerne Zeichnungen. Und das ist ein Feld, wo ich anderen das beibringen kann, wie viel Spaß es macht, selber was erfinden zu können auf dem Blatt. Und je besser meine Fähigkeiten sind, mich zeichnerisch auszudrücken, je besser kann ich diesen Spaß von meinem eigenen Hirn vermitteln zu den Leuten, die sich das Bild angucken, ohne selber noch irgendwas dazu zu erwähnen. Und das macht mir einfach riesig Spaß, über Kunst zu reden, über Zeichnungen zu reden. Und das mache ich seit einigen Jahren an der VHS. Anfang jeden Jahres biete ich 1, 2 Kurse an, Wochenend-Workshops, 2 Tage intensiv, 7 Stunden jeden Tag, über Bildaufbau, Character Design, dynamisches Figurenzeichnen, alles, womit Anfänger Schwierigkeiten haben könnten. Und inzwischen mache ich das auch an der Uni, richtig, im Bereich Englisch tatsächlich, der Universität Bielefeld und seit neuestem auch an der FHOWL im Standort Lemgo für Medienproduktion. Da habe ich auch einen Zeichenworkshop gegeben und da wird jetzt auch noch mehr passieren. Das heißt, du hast mit den Hochschulen noch nicht ganz gebrochen, trotz deiner schlechten Erfahrung. Oh nein, natürlich nicht. Da ist jede Hochschule ist anders und wenn es Dozenten gibt, die offen sind, die neue Sachen zulassen, die einen Blick auf den Markt haben und sagen, was ist heute aktuell, was müssen unsere Studenten wissen, wie müssen sie befähigt sein, Visuals, also Bilder zu produzieren, zu rezipieren, konsumieren und einzuschätzen. Wenn wir da jemanden haben wollen aus dem Feld, der es seit Jahren macht, dann geben die mir eine Chance und sagen, okay,
zeig mal, was du vermitteln kannst. Und das macht mir riesig Spaß. Deine Kurse sind gut besucht. Da, die ziehen ja, Hobbyzeichner und auch sogar Profis aus ganz Deutschland an. Wie kommt das, dass du gerne speziell auch Jüngeren dein Wissen vermittelst und Tipps gibst? Das ist ja nicht selbstverständlich. Ist das vielleicht etwas, was du selbst vermisst hast in deiner Jugend? Gab es da sowas Vergleichbares? Hast du das abgeguckt? Absolut. Also es ist wirklich das... ein Stück, dass ich etwas zurückgeben kann an die anderen. Sachen, die ich selber sehr selten oder fast nie erfahren habe. Als Kind war ich alleine, ich war 16 Jahre alt, ich habe eine Zeichentrickserie aus dem Fernsehen abgezeichnet, die ich geliebt habe, und habe meine Zeichnung vielleicht noch dem Nachbarsjungen gezeigt und meinen Eltern, und da war dann schon das Ende. Es gab kein Internet, es gab keine Tutorials, die mich unterrichtet haben, wie zeichne ich etwas. Es gab keine Comicmessen, von denen ich wusste, die ich hätte besuchen können. Es gab keine Gleichgesinnten, man war ganz allein. Heutzutage gibt es das Internet mit dem großen Angebot, und heutzutage gibt es auch zum Teil diese Kurse, und ich bin einer von denen, der diese Kurse gibt und sagt, ich habe Spaß daran, den Leuten die Hilfestellung zu geben, die ich damals gerne gehabt hätte. Wenn sich unsere Zuschauer informieren möchten, welche Kurse du anbietest, bei welchen Börsen, Messen du präsent bist und auch über deine neuen Veröffentlichungen, das kann man, glaube ich, am besten auf deiner Webseite tun. Ganz genau, www.klausschewinski.de. Ihr könnt es ja auch nochmal einblenden. Da gibt es alle Informationen zu den neuen Workshops, wann ich auf Messen bin. Und da gibt es jedes Jahr mehrere Möglichkeiten, mich zu treffen oder auch Workshops zu buchen sozusagen. Und natürlich ganz viel Artwork zum Angucken. Klaus, vielen Dank für deinen Besuch. Hat Spaß gemacht, das Gespräch. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen zur nächsten Ausgabe von Im Profil. Bis dann. Tschüss. Tschüss.